Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir nur diesen Ausschnitt aus dem Buch Genesis hörten, wie das unsere Lesung heute Abend zeigt, kann man ein wenig, das muss man zugeben, einen schiefen Eindruck von Gott bekommen. Als sei er so ein bisschen boshaft, wie als würden wir sogar bei Gott so etwas wie Neid auf die Menschen finden. Es ist wichtig, dass wir die ganze Urgeschichte betrachten, um auch diese Episode verstehen zu können. Der Schöpfungsbefehl lautete von Gott, dass die Menschen sich über die ganze Erde verteilen. Geht hin und bevölkert die Erde. So haben wir es in der Noah-Geschichte noch einmal gehört. Und das ist wiederum ein Schritt gegen die Weisung Gottes, was hier geschieht. Was hier gebaut wird, ist nicht einfach irgendein Superturm, ein neues World Trade Center, das ziemlich hoch ist, damit es irgendwie so mit der Spitze in den Himmel piekt. Oder wie in Dubai, irgend so ein hohes Ding von ein paar hundert Metern, setzt man noch eins drauf. Worum es hier geht, ist, dass Menschen versuchen, die gesamte Menschheit einzuschließen, an einem Ort einzusperren. Es sind Sicherheitstürme, die hier gebaut werden. Das heißt, sie werden daran gehindert, der Weisung Gottes und seinem Befehl nachzukommen. Was Gott schließlich tut, indem er, und das ist natürlich schon eine ironische Pointe, dieser Riesenturm, der da gebaut wird, Gott muss erst einmal herabsteigen, um sich das anzusehen, denn von oben kann man es nicht sehen. Es nimmt sich dann doch ein bisschen mickrig aus, offenbar. Also man muss schon genau hingehen und hinsehen, damit man dieses Ding überhaupt sieht. Was Gott tut, ist, seinen Befehl, seine Weisung durchzusetzen. Dass er verhindert, dass Menschen an einem Ort eingeschlossen sind, unter ein System gezwungen werden. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt der Auslegung. Denn wir leben heute ja in einer ähnlichen Situation. Wir hören ja permanent, und es wird uns eingetrichtert, dass die westlichen Werte verbreitet werden müssen. Wir müssen überall auf der Welt durchgesetzt werden. Und dann kennen wir die übliche Litanei, die dann da angehängt wird. Wir reden nie davon, wer den Preis bezahlt für die sogenannten westlichen Werte. Dass wir mit unserem Verhalten und mit unseren Regeln etwa fast die komplette Landwirtschaft Afrikas zerstört haben. Sodass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, weil wir unsere Produkte dort verkaufen wollen. Joghurt aus Bayern und Käse aus Holland, den muss es natürlich in Afrika auf dem Markt geben, ist ja klar. Westliche Werte, fragen wir einmal die Christen im Nahen Osten, sofern wir noch welche finden, wer den Preis bezahlt, wer die Rechnung bezahlt für diese sogenannten westlichen Werte, die wir da hineintragen wollen. Das ist ein ganz ähnliches Denken, wie wir es hier in Genesis 11 haben. Die Menschheit soll eingesperrt werden in eine liberale Vorstellung der Welt. Wir können das auch, ich will die Litanei gar nicht fortsetzen, an der Zerstörung, an der bewussten Zerstörung der Familie ablesen, an vielen anderen Punkten. Dass man nicht mehr sagen darf, die Menschen sind nicht gleich, und zwar in ihrer Konstitution nicht gleich. Für die andere Ungleichheit wirtschaftlich und so sorgen wir dann schon gründlich. Aber dass sie in ihrer Konstitution etwa als Mann und Frau nicht gleich sind, das darf man nicht sagen, dann ist man diskriminierend. All dies ist ein Irrsinn. Und das ist ein größeres Babel, als es hier den Anschein hat. Gibt es eine Lösung? Gibt es eine Perspektive darin? Die Heilige Schrift gibt uns eine. Es ist die Weisung Gottes zu befolgen. Und zwar genau zu befolgen und die Weisung Gottes so umzusetzen, dass man den, der Wort und Weisung Gottes ist, in Person, Jesus Christus, annimmt und ernst nimmt und ihn, nicht unsere Ideen, die manchmal so windschief zeitgemäß sind, dass sie schon am nächsten Tag überholt oder weggeblasen sind, und ihn zu den Menschen bringt, ihn in die verschiedenen Kulturen trägt. Denn das ist das Einende. Das ist die Antwort des Neuen Testamentes, die Antwort von Pfingsten, die Antwort Gottes in Jesus Christus auf diese Verwirrung.
und auf all die Zwangsmaßnahmen, die eine angebliche Freiheit über diese Welt bringt und doch nur mehr Unfreiheit zeitigt. In der Wahrheit Christi, in seinem Evangelium, wird diese Welt frei und ist sie eigentlich schon befreit. Und wir dürfen uns heute Abend gerne mal in der stillen Sekunde jetzt nach der Predigt fragen, ob wir, die wir uns Christen nennen, davon noch überzeugt sind.